Hallo und willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Ja, heute wieder eine ganz normale Folge. Ich bin alleine mit euch. Wir haben in der letzten Folge diese Ausbildung ist ein Schild abgeschlossen. Das war die EverQuest in Zec. Wir sind noch in Zec. Tja, und jetzt geht's direkt weiter. Wir könnten zwar zurückgehen in unser Schloss und dort diese Questgegenstände aufhängen, aber das machen wir erst später. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück an den Hafen hier und reisen von da aus wohin, wo wir eigentlich noch nie gewesen sind. Höchstens vielleicht mal für 2-3 Minuten, aber zu einem ziemlich neuen Ort. Also für uns jedenfalls neu. Und da werden wir die nächste Erbequest anpeilen, sofern ich den NPC, der die Quest vergibt, überhaupt finde. Das werden wir gleich noch merken. So, wo geht's denn jetzt hier hin? So, da gibt es jede Menge Quests hier in Zec, aber das sind alles keine Erbe-Quests, das sind alles ganz normale Quests. Durch Norad reisen. Immerfrost. Das ist diese kleine Insel hier im Norden, direkt neben Lavasturm. Und ist normalerweise für den Levelbereich 40 bis 50 gedacht. So, wir sind jetzt schon ein paar 50, das heißt, das meiste müsste grau sein. Vielleicht sind noch hier und da irgendwo Gegner dabei, die farbig sind. Aber das macht uns ja nichts, weil wir wissen ja, wir sind die Besten. Wir schaffen das. So. Willkommen in Immerfrost. Hier waren wir noch nie. Nein, wir sind das erste Mal hier, weil es kann ja gar nicht sein, sonst hätten wir jetzt gar kein Gebietsbling bekommen. So, das ist hier auch so ein kleiner Hafen in Immerfrost. Der wurde, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Ich weiß gar nicht. Wurde er oder wurde er nicht? So, jetzt können wir hier auf jeden Fall hingehen und da schwimmen auch irgendwelche komischen Viecher im Wasser, die uns, glaube ich, aber nichts mehr tun, weil wir, wie gesagt, weil die grau sind oder grau sein müssten. So, wir haben eben eine schöne Seite eingelesen. Meister T-Lys. Ah, an adventurer, I presume. Who else would make their way into this forsaken land of ice and death? No doubt you're looking for some valuable treasure or some ancient object of the past. So, wenn ich das jetzt euch gerade mal übersetzen darf. Ah, ein Abenteurer, nehme ich an. Wer sonst würde sich in dieses verlassene Land aus Eis und Tod wagen? Ihr sucht zweifellos nach irgendeinem wertvollen Schatz oder einem uralten Gegenstand aus vergangener Zeiten. Natürlich. Why else would someone come here? And obviously you must know of the menagerie and the treasures that are said to be kept there. Or you wouldn't have set foot on the ice. Of course. So, ich klicke das einfach mal durch, weil der labert da irgendwie der Schwachsinn. As you may have guessed, the fool that had the wand mistranslated the incantation when he wrote it down. And this error went unnoticed until I studied the parchment following the wand's shattering. I need you to find me the pieces of the wand. And I will pay you handsomely for their return. Jawohl. Ausgerechnet draußen in Immerfrost habe ich einen Dunkelelf namens Meister T-Lys getroffen. Er hat mich angeheuert, um Stücke seines zerschmetterten Zauberstabs wiederzufinden. Meister T-Lys hatte versucht, mit dem Zauberstab den Aufenthaltsort von Miraguls Menagerie aufzuspüren. Ich sollte für diesen Auftrag gut bezahlt werden. Und damit haben wir eine neue Erbequest. Ein Blick für die Macht. Stufe 45. Then you are interested in the work. Good. The crystal shard. So, ich kann das jetzt auch wegklicken, weil ich weiß es noch, ich kann es euch erzählen. Wir müssen jetzt hier 1, 2, 3, 4 Scherben finden. Die rote Scherbe, die blaue Scherbe, die grüne Scherbe und die weiße Scherbe. Des jeweils zertrümmerten Zauberstabs. So, das Problem an dieser Sache ist, dass die immer woanders liegen. So, die erste müsste da hinten liegen, irgendwo da hinten. Wir springen da jetzt einfach mal schön ins Wasser, entdecken neue Orte. Sehr schön. Komisch, wir steigen gar nicht im Skill. Vielleicht sind wir schon voll. So, und das hier. Was für ein Level sind wir denn? Ach so. Ja, jetzt habe ich was. Ich bin noch Level 45. Wir haben die Mentor-Funktion vom letzten Mal noch aktiviert. Ich habe mich schon gewundert, warum sind die denn alle weiß hier und blau? Erstmal nehmen wir das Fragezeichen hier. So, Dankeschön. Und jetzt machen wir uns wieder Mentorentätigkeit beenden. So, und damit sind wir Level 56 und die ganzen Jungs sind wieder alle grau hier, nehme ich mal an.
Tatsächlich. Das ist auch ganz okay, weil wir müssen die ja nicht hier alle umbringen. Weil schaffen tun wir sie sowieso, die halten uns jetzt nur auf. So, wir müssen jetzt zur ersten Scherbe. Diese erste Scherbe liegt hier vorne irgendwo. Und wie gesagt, die kann an verschiedenen Plätzen liegen. In einem bestimmten Radius, würde ich mal so sagen. Man kann die auch ganz leicht mal übersehen. Das ist also gar nicht so easy. Die sehen ungefähr aus wie Fragezeichen, nur dass es keine Fragezeichen sind. Und auch keine Beschriftung da steht. Also man kann die leicht übersehen und noch dazu sind die an verschiedenen Plätzen. Es ist sehr, sehr lästig, weil es kann manchmal sein, dass ich da... Also ich habe die Quest jetzt schon mehrmals gemacht mit verschiedenen Charakteren. Und es kann schon gut sein, dass man da mal stundenlang suchen muss, weil man diese blöde Scherbe einfach nicht findet. So, wir sind hier in den gezackten Ebenen. Ich nehme mir das Fragezeichen noch gerade mal schnell mit. So, und das lese ich ein und das lese ich auch ein. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Da sind nämlich diese Scherben eingezeichnet. So, dann müssen wir mal gerade absuchen hier. Red Shard. Also laut dieser Karte ist Red Shard hier. Oder hier. Nee, es gibt nur diese zwei. Doch, hier. Das ist da direkt daneben. Also hier sehe ich schon mal nichts am Boden, ja? Nö, da sehe ich nichts. Seht ihr was? Nee, da hinten Schneesturm, Stein, eiskaltes Erz. Nö. Also gehen wir zur nächsten Stelle. Und die nächste Stelle ist hier. So, wir reisen jetzt einfach mal mit offener Karte. So, und jetzt sind wir auch schon wieder kurz vor der Stelle, wo es sein könnte. Ist es das hier? Nein. Irgendwas ist doch hier. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber irgendwas ist da. Ach, das sind Blümchen. Okay. Was haben wir hier? Fragezeichen. Das ist natürlich nicht unser Splitter. Das ist auch wieder ein Blümchen hier. Rote Scherbe. Super. Also, sieht aus wie ein kleines Ei, dieses Ding. So, was muss ich jetzt finden? Die nächste Scherbe. Wo ist denn die nächste? Wie ist es nochmal? Schaden, ne? So, die blaue Scherbe. Die blaue Scherbe, wo ist die? Die ist hier in diesem Bereich. Ups, jetzt habe ich da aus Versehen was angeklickt. Nimm das wieder weg. Wo war sie nochmal? Hier. Wie kommen wir da am besten dahin? Müssten wir eigentlich, da müsste es eine Abkürzung geben. Wir probieren das mal. Normalerweise müssten wir nämlich jetzt hier wieder dahin gehen, wo wir hergekommen sind. Drüber schwimmen und dann kenne ich den Weg. Aber hier müsste, wenn ich mich nicht irre, ein Durchgang sein. Da ist auch einer. Bin mal gespannt, wo wir da jetzt rauskommen. Wer bist denn du? Abel Heilborn. Heilbronn kenne ich. Was ist denn das hier für ein geiler Raum? An den kann ich mich ja überhaupt nicht mehr erinnern. Obrak der Absurde. Was ist das für ein Raum hier? Miraguls Pylakterion betreten. Ich will das eigentlich nicht betreten. Das ist bestimmt wieder irgendeine Raid-Instanz oder so, die es früher nicht gab. Keine Ahnung. Ich möchte da jetzt nicht reingehen. Das möchte ich nicht. So, jetzt sind wir nämlich hier. Und jetzt müsste eigentlich hier auch irgendwo in der Nähe... Genau. Die erste Scherbe könnte direkt hier liegen, die blaue. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Das heißt, hier die blaue Scherbe gibt es hier definitiv nicht. Manchmal kann es natürlich auch sein, dass die Scherbe, die blaue Scherbe genau so ungünstig liegt, dass genau ein Gegner draufsteht oder ein NPC. Und man sieht die dann einfach nicht, weil eben der NPC draufsteht. So, aber wir gucken mal weiter. Nächste Location. Location. Irgendwo erkenne ich das. So. Also, wir gehen mal hier zu dieser Location. Oh. Warum sind die denn rot und aggro? Keine Ahnung. Alles wissen, wo sind wir denn jetzt hier hingelandet? Dahin, das kann ich ja mal anklicken hier. So, wir müssen ja noch ein Stückchen hier weitergehen. Oh, oh. Die sind ja grün, die Säcke hier. So, müssen wir mal gucken hier. Da war wieder was zum Einsammeln.
Boah, die sind alle Akku, die Säcke. Dann machen wir mal eins. Ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Wir machen uns mal unsichtbar. So. Schon verlieren sie die Akku. Nee, der Häuptling. Der Häuptling Eisbrand, der sieht uns noch. Wisst ihr, was ich da mache? Das ist nämlich ein Nehm. Den mache ich jetzt kalt. Den mache ich kalt, den alten Sackgänger. So, wie machen wir das jetzt am besten? So. Ach, das war schon wieder scheiße. Ist irgendwie falsch angeordnet hier, oder was? Oder ist der zu weit weg? Der ist zu weit weg. Ach, jetzt kommen sie alle angefährt an. Die Schweinepriester. So, ich glaube, der macht mich kalt. Zumindest einer. Ey, drei Stück. Muss jetzt kalt gehen. So, sehr schön. Jetzt nur noch die kleinen Stinker weghauen. Wir haben einen eine schöne Kiste, aber da steht dieser Taubfußjäger davor, der alte Drecksack, und bewacht die Kiste. Und ich wette, wenn ich da jetzt hingehe, dann haut er mir eine rein. Und deswegen muss ich jetzt erstmal kalt machen. So. Ein gewebtes Armband des Fuchses. Danke. So, da hat auch jemand in der Gilde Kratz geschrieben. Könnte wegen mir gewesen sein. Ich schreibe einfach mal Danke. Und wenn es nicht für mich war, ist es ja auch völlig egal. Danke. So. Jetzt wollten wir hier nach der Scherbe suchen. Und dazu wollten wir uns unsichtbar machen. Und das machen wir jetzt auch noch. So. Das ist nämlich der Stinker hier. Und das sieht uns immer noch. Ach, diese blöden Riesen, die sehen einen immer. Mal gucken, ob das nicht hier die Scherbe irgendwo ist. Aber hier ist ohnehin keine Scherbe. Ich glaube, ich habe die noch nie an dieser Stelle gefunden. Aber sie ist dennoch an dieser Stelle eingezeichnet. Aber ich sehe hier keine Scherbe. Nur diese blöden Riesen, die uns trotz Unsichtbarkeit sehen können. Da ist sie doch. Die blaue Scherbe. Ich hätte sie beinahe übersehen. Danke. Thank you, man. So, was fehlt denn jetzt noch hier? Die blaue Scherbe und die rote Scherbe. White Shard. Die weiße Scherbe. Die müsste halt so in dem vorderen Bereich hier rumliegen. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Was haben wir hier? Ach, das wollten wir noch einsammeln. Das haben wir vorhin liegen lassen. Aber was nichts kostet, wird eingesammelt. So ist das normal. So. Weiße Scherbe. Ach, die Schneeleoparden. Die sind auch Akku. Kann doch nicht sein, ey. Was haben die eigentlich für ein Level? 46 und ich bin 56 und die sind immer noch grün. Ach, da könnt ihr aber mal sehen, du. So, die weiße Scherbe. Ich stick sie mir nochmal an hier. Da. Hier ist eine Position der Scherbe. Was liegt hier? Ein Zettel, aber keine Scherbe. Den Zettel nehmen wir mal mit jetzt hier. Oh, den haben wir schon. Den haben wir schon. So, was gibt's noch für eine weiße Position? Für eine weiße Position. Da hinten. So, wer von euch Pennern sieht mich? Jeder. Super. Super. Also wieder unsichtbar reinhauen. So. Das sehen uns immer noch? Nee, die sehen uns nicht mehr. Okay. So, wo ist dann die Scherbe jetzt hier? Steht einer von euch Taubfußjägern da vielleicht drauf? Ich würde es euch zutrauen. Also hier ist auch keine Scherbe.
Da drin, ich meine, ich hätte da drin auch schon mal eine Scherbe gefunden. Aber das ist egal, da gehen wir erst später hin. Wir suchen erstmal diese Örtlichkeiten hier außen ab. Da ist doch. Weiße Scherbe. Leck mich am Arsch. Hab mir ein Glück heute, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt gehe ich mal hier zur Seite, bevor mich da irgend so ein Freak wieder angreift. Da stehen wir gut. So, jetzt fehlt nur noch die grüne Scherbe. Die grüne Scherbe. Und die grüne Scherbe ist da hinten. Da waren wir auch noch nie. Das seht ihr ja auch schon an der Karte hier. Wo wir schon mal waren, wird's farbig. Und ansonsten ist es so komisch, altertümlich, gelblich, gräulich, keine Ahnung. So, das heißt, wir müssen jetzt hier durch diesen Tunnel durch. Auch da machen wir, auch das machen wir jetzt mal unsichtbar. So, ich habe nämlich keinen Bock, gegen dieses kleine Viehzeug stundenlang zu kämpfen. Und dann werden wir einfach mal schön durchmarschieren hier. Die Zitterzahnhöhlen. Und vielleicht haben wir Glück und dann sehen wir auch mal einen schönen Raid-Gegner. Wollte ich euch ohnehin noch erzählen, kann ich jetzt diese Zeit nutzen, während wir durch diese ekligen Spinnen durchkrabbeln. Also ich hatte gesagt, ich mache eine Pause mit Alpha Quest und das mache ich auch wirklich wahr. Tut mir leid. Aber keine Angst, es kommt wieder. Und bis dahin gibt es auch noch ein paar Folgen. Das heißt, wir werden diese Erbequest hier in Immerfrost fertig machen. Wir werden auf jeden Fall noch in Lavasturm eine Quest machen, weil da waren wir nämlich auch noch so gut wie nie. Tja, und wir werden noch die Erbequest im Nektolus-Schloss fertig machen. Und dann können wir wahrscheinlich mal über eine Pause reden. Das wird noch einige Folgen dauern. Ist auch okay, macht ja auch Spaß. Aber dann, nach dem Nektolus-Schloss, beziehungsweise nach der Erbequest im Lavasturm, dann werden wir mal eine kleine Pause machen, damit ich hier, ich spiele ja momentan auf Skyrim, und ich habe halt relativ viele Projekte, und deswegen kommt jedes Projekt in der Regel nur zweimal pro Woche dran. Das ist natürlich ein bisschen blöde, weil gerade Skyrim, das wird bestimmt auch über 100 Folgen lang werden. Naja, und damit ich dann einfach mal ein bisschen mehr Zeit habe für die anderen Projekte, werde ich mal EverQuest 2 pausieren. So, genug geschwafelt, wir suchen die nächste und letzte Scherbe. Was haben wir denn hier? Ein Fragezeichen. Das lasse ich jetzt erstmal liegen. Ich will jetzt primär die Scherbe haben. So, da vorne, Gratuk, Epic mal 4. Ja, so sieht ein Epic-Gegner aus. Was haben wir hier? Zahnrad. Steuerrad untersuchen. Das gibt eine Quest, nehme ich mal an. Ja, das gibt eine Quest. Die habe ich sogar schon mal irgendwann gemacht. So, jetzt müssen wir aufpassen bei diesem Gratuk. Ich glaube, das mache ich am Ende der Folge. Dann komme ich dem guten Gratuk mal ein bisschen zu nah. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie nah wir kommen können, bevor der hier aufschlägt. So, was haben wir hier? Jetzt hier liegt auf jeden Fall keine Scherbe. Was soll es sein? Die grüne Scherbe, ne? Genau, die grüne Scherbe. Also hier liegt keine grüne Scherbe. War das früher schon da, dieses Lager hier? Ich weiß es gar nicht. Naja, egal. So, wo soll denn die nächste Location sein? Ich vergesse es immer hier zu markieren. So. Tundra-Schrecken. Das sind auch so ekelhafte Viecher, die kommen hier aus dem Wasser raus. Wir gehen da mal ganz nah hin, wir gucken uns mal einen an hier. Da kommt er. Angeschissen aus dem Wasser, der Drecksack. Ach, jetzt habe ich meine Leiste versteckt, Idiot. Idiot da. Ich frage mich immer, wie ich das verstellen kann hier. Von selbst. Aber es ist halt irgendwie so. Passiert manchmal und meistens mitten im Kampf. So, an der zweiten Stelle war auf jeden Fall auch nichts. Das heißt, wir gehen nochmal zur dritten Stelle. Die leuchtet auch hier unten. Kann doch nicht sein. Da waren wir doch schon. So, hier müsste... Da, grüne Scherbe. Yeah. Yeah. So, jetzt muss ich die Scherben zurück an Meister Telus aushändigen. So, aber wir haben eins gesagt, die Folge ist fast schon wieder rum. Wir schauen uns nochmal hier diesen Epic mal 4 an.
Wir versuchen immer Platz zu machen. Der ist Level 55. Epic mal 4. Mal gucken, wie schnell ich tot bin. So, ich könnte jetzt eine verpassen und dann kommt er angeschissen. Entschuldigung für meine vulgäre Ausdrucksweise, aber es ist nun mal so. Ich hau dem jetzt eine drauf. Und da kommt er und macht mich kaputt. Und er geht wieder schlafen. Der alte Bettnässer. Der alte Bettnässer. So. Wir könnten uns jetzt was aussuchen. Wächterschlucht oder der eisige Fjord? Was nehmen wir denn? Der eisige Fjord? Der eisige Fjord. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hin. Ah ja, wir sind wieder vorne. Sehr schön. Das heißt, wir schwimmen da jetzt wieder zurück. Und hier seht ihr diese kleinen Fische, von denen ich euch vorhin erzählt habe. So klein sind die gar nicht. Sind zum Glück schon grau, weil die sind nämlich kleine, lästige Viecher, wenn ich ehrlich bin. So, hier können wir wieder an Land krabbeln. Und da ist er, der Meister Telus. Seid gegrüßt. Habt ihr die Scherben? Hier sind sie. Excellent. As promised. Here is your payment. You should find it satisfying. Ausgezeichnet. Wie versprochen, hier ist eure Bezahlung. Sie sollte euch zufriedenstellen. This one. This one is destroyed beyond repair. Meliot. Good. Interest. Yes. Tomb. It wasn't. I believe. So, er hat uns nämlich die nächste Aufgabe überreicht. Ich muss einen Teil des Glücksbringers von einem Anführer der Frosthörner holen. Ich muss einen Teil des Glücksbringers von einem Anführer der Eiskieme holen und ich muss einen Teil des Glücksbringers von einem Anführer der Taubfüße holen. Das heißt, wir sollen drei verschiedene Gegnergruppen finden, auslöschen und ja, davon den Glücksbringer klauen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Servus und Tschüss.